Hallo meine Freunde, heute erstmal ein Leistungsüberblick, bevor es zum Training geht. Hier auf unserer Tafel sind die ganzen Leute mit ihrer Leistung in Knie, Bank und Kreuz eingetragen. Raw und Equipment, größtenteils von uns macht Raw. Ich habe alles zweigeteilt, das heißt Raw Equipment, Raw Equipment, Raw Equipment. Kommen wir zum Einzelnen. Raw habe ich letztes Jahr 220 Kilo gemacht. Equipment, das ist ja nun Geschichte, 250. Bankdrücken 140. Equipment mit Hemd ist nun auch Geschichte bei mir, 175. Kreuzheben Raw 220 und Equipment 250. Kreuzheben kann man in Klammern setzen. Das war alles im Sumo-Stil. Dieses Jahr ist ja alles klassisch bei mir, deswegen sind das alte Werte. Danach kann ich mich nicht mehr richten. Hauptmerkmal ist jetzt Raw Kniebeuge und Raw Bankdrücken. Das heißt, ich versuche dieses Jahr über die 220 zu kommen und über die 140 wieder zu drücken. Im Kreuzheben lasse ich erstmal offen. Sehen wir mal, wie sich das alles entwickelt im klassischen Stil. So Freunde, jetzt habe ich genug erzählt und jetzt geht's los. Das Warm-up in der Kniebeuge war gekennzeichnet von sehr viel Schwitzen. Es waren ja heute wieder tropische Temperaturen in Erfurt und ich hätte mich eigentlich nur in die Sonne stellen müssen, dann wäre ich auch schon erwärmt, aber das bringt nicht die Muskeln auf die Betriebstemperatur. Ich habe auch noch mal zusätzlich die Gelenke mobilisiert bzw. mit erwärmt, um sie auf Betriebstemperatur zu bekommen. Ganz einfacher Vorgang, simple Bewegung und dann wird es mit der Kniebeuge weitergehen. Ich habe das hier mal so etwas ausführlich gemacht. Das sind immer so 2 bis 3 Runden bei mir. Dann wird wieder gekniebeugt und dann geht es wieder an die Gelenkarbeit und danach wieder Kniebeuge und es führt dann wieder zum Gelenkerwärmung ran. So, das war das erste Mal mit der Erwärmung für die Gelenke. Hier seht ihr nochmal, wie die Fußgelenke bei mir erwärmt werden und nun geht es schon los mit der Kniebeuge. Hier noch alles Aufwärmgewichte und ja, man sieht das mal so von der Seite, wie die Stange hinten auf den Rücken liegt und ist mal eine andere Perspektive als von vorne. So, und als dann fertig war, kam das Ding dann rein und dann ging es dann schon mit den einzelnen Steigerungen los. Ich habe heute auch alles mit 3 Wiederholungen trainiert. Das ist ja zur reinen Kraftentwicklung. Wie gesagt, ich bin ja schon im Wettkampfaufbau. So, hier ging es dann weiter. Meine Ansicht von schräg unten. Ich habe immer kleine Schritte aus der Halterung gemacht und auch die Safeties gleich richtig eingestellt, dass ich dann nicht wieder drauf knalle. Ich habe ja eine tiefe Beuge und da ist hier die Stellung 4 ganz gut gewählt. Noch tiefer wäre ein bisschen heikel, aber die 5 ist dann wieder zu hoch und dann knalle ich wieder mit der Hantel dran. Warum mache ich hauptsächlich Kniebeuge im Verein? Ganz einfach, im Studio sind die Hanteln sehr glatt, haben nicht diese Rändelung, sondern nur die glatte Seite von der Rändelung außen links nach rechts. Und wenn dann warm ist, so wie heute, dann rutscht das Ding halt schon weg. Und das ist für mich nicht die Sicherheit, die ich brauche. Gerade bei solchen schweren Gewichten, da kann es ja schon mal passieren, dass die Hantel wegrutscht. Und hier habe ich schon meinen vorletzten Erwärmungssatz. Da war nämlich schon der Schweiß in Strömen den Rücken runtergerutscht. Das war nämlich heute so an die 26 Grad warm im Trainingsraum. Obwohl nicht die Sonne reingeschienen hat, ist nämlich die Nordseite. Meine Beugetiefe hat heute wirklich gut gestimmt. Ich habe hier mal die Seitenansicht mit reingenommen. Alle 3 Wiederholungen immer in der richtigen Wettkampftiefe. Schon ein gutes Zeichen, dass auch die Technik
hinhaut. Und dann ging es los mit den Arbeitssätzen. So, hier 80%. Das war heute die Höchstlast. Ich habe 3x3 angesetzt. Mit diesem Gewicht ging es recht schwer, sage ich mal, auch bedingt durch die Wärme. Und ich habe den ersten Satz gut überstanden. Im zweiten Satz hat mir da etwas die Konzentration gefehlt. Das hat schon beim Rausheben sich bemerkbar gemacht. Da war ich nicht ganz dabei. Und die erste Wiederholung kam mir sehr schwer vor. Dachte ich, na, das wird nur eine oder zwei Wiederholungen. Und dann brichst du ab. Und auch die zweite ging noch so durch. Da habe ich allerdings auch gemerkt, der Gürtel saß nicht so richtig. Mit viel Luft holen und Konzentration, was mir nicht gelingt, kam die dritte überhaupt nicht und ich musste die Hantel leider abschmeißen. Deswegen sind die Safeties da und ich habe dann mir 5 Minuten Pause gegönnt, habe mich nochmal zusammengerissen für den dritten Satz. Hier kamen allerdings die 3 Wiederholungen wieder sehr gut. Ich habe sie alle ohne Schwierigkeiten durchgebeugt. Ich wollte es auch durchbeugen. Und wie man sieht, ich kämpfe hier und das ist schon mal ein gutes Zeichen, dass der Körper das auch alles umsetzen kann. Die schweren Gewichte, halt auch den Trainingsreiz. Hier sieht man es nochmal richtig gekämpft. Und ich habe mir jetzt gesagt, die eine Wiederholung holst du dir noch. Ich mache dir noch einen vierten Satz, knallte den Gürtel richtig hart an und war mental auch viel besser drauf als noch im dritten Satz. Habe nochmal alles durchgespielt im Kopf. Ja, die Psyche spielt eine sehr große Rolle. Und ich habe nur gesagt, es ist nur eine einzige Beuge. Das musst du hinkriegen, wenn sie drinnen ist. 9 Wiederholungen mit 80%. Das wäre eine Top-Leistung, gerade an diesem warmen Tag. Und dann ging es auch schon los. Hantel raus, einen Schritt nach hinten. Konzentriert, nochmal richtig kräftig geatmet. Stabil gemacht, dann ging es runter und es war sehr leichter Umsatz. Da hatte ich schon gedacht, na, mach's noch einen zweiten, aber ich wollte nur den einen machen. Ihr habt es jetzt noch einmal gesehen. Ich habe noch mal eine Wiederholung gemacht mit 80%. Somit ist mein Ziel von 3x3 mit 80% heute erreicht worden. Es wäre natürlich besser gewesen. Oh, ich schwitze ohne Ende, wenn ich alle 3 Wiederholungen in den Sätzen immer durchziehen konnte. Aber ist halt im zweiten Satz nicht passiert. Lag an der Konzentration auch. Und im Ganzen bin ich so zufrieden. Nach 12 Stunden auf dem Bein ist das eine recht gute Leistung, finde ich. Und ich werde jetzt das Training beenden. Ich mache noch ein bisschen leichte Kniebeuge, aufräumen und dann geht es nach Hause und nach der schönen warmen Dusche gibt es was Ordentliches zu essen. Freunde, ich hoffe, es hat euch gefallen heute und wir sehen uns dann morgen zum Bankdrücken. Also macht's gut. Tschüss. Abwärmen, da war dann alles vorbei. Hier aushängen, damit die Wirbelsäule sich wieder beruhigt. Das sind sehr gute Übungen, die mache ich immer so nach Kreuz- und Kniebeuge und damit war dann mein Training auch beendet, Freunde. So, ich verabschiede mich von euch und am Freitag ist ja schon morgen, geht das Bankdrücken weiter und dann sehen wir, wie sich das dann alles entwickelt im Bankdrücken. Also macht's gut, Freunde.